Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband. Ja, Dankeschön für die vielen Aufrufe. Ich wusste es ganz genau, dass es sehr beliebt war und ja, mit dem neuen Tutorial und so könnt ihr auch hoffentlich ganz easy das Spiel auch ein bisschen selber ausprobieren. Diese Sachen machen, die ich jetzt nicht unbedingt gerade mache und ja. Das will ich auch natürlich, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich unbedingt alles zeigen muss oder so, aber natürlich werde ich so viel zeigen wie möglich, aber ich werde wahrscheinlich keinen neuen Charakter erstellen, wenn mal irgendwie ein bisschen langweilig ist oder so. Es gibt genug Abwechslung in diesem Spiel und ja, das freut mich und das freut euch wahrscheinlich auch. Und das sieht man, also die Zuschauer bleiben viel länger dran, sie schauen auch die Videos länger und ja, Dankeschön Zuschauer, Dankeschön. Also, beginnen wir, also laden wir einen Spielstand und ja, klären mal die Sache. Wo waren wir? Also wir waren Braun, haben wahrscheinlich diese Banditen getötet. Genau, wir haben ja in dieser Stadt die Quest jetzt nicht gemacht, weil wir alleine noch ein bisschen zu schwach sind und deshalb ja, müssen wir uns ein bisschen stärken, ein bisschen leveln und ja, dazu müssen wir jetzt mal ein bisschen Essen holen. Gehen wir nach Suno und dann nach Uxal. Schauen wir mal. Dem Trupp geht es gut. Ja. Soldische Miliz, Nordrekrut. Haben wir beide 5. Von jedem Volk, also von den Ding. Nords und hier von den Swadien. Ja, danke schön, Suno. Ja, die Namen sind mir jetzt noch nicht so ganz geläufig. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt und ja. So, das Dorf Noma wurde von Graf Rimus Trupp geplündert. Noma kenne ich jetzt nicht. Ja. Scheint uns nicht anzugehen. So, die Dame Anna, mit der müssen wir jetzt nicht reden. Reden wir trotzdem mal. Könnten hier mal. Nö. Keine Gunst, okay. Quest haben wir nicht sonst, oder? Nein, Noruluns. Ah, genau. Schaffen wir das? Wir gehen zuerst mal in die Kneipe und schauen, ob jemand da ist. Der Lösegeldvermittler, einen Reisenden und Elite-Schwertkämpfer. Okay, bringt nichts. Wir haben ja hier automatisch Kaufen aktiviert und jetzt haben wir 3 Brot, genau. So wie wir es wollen. Gut, sollen wir speichern? Wir speichern mal. Rulu, Dorf Ruluns. Retten. Ja. Gut, also Ruluns und es beginnt sofort ein Kampf wahrscheinlich. Nein. Okay, das Dorf Ruluns scheint in Geldschwierigkeiten zu stecken. In den Feldern und Obstgärten herrscht reges Treiben. Die Dörfer sind mit dem Arbeiten der Jahreszeit beschäftigt. Menschen und Tiere sehen recht gesund und wohlernährt aus. Doch ein paar der außerliegenden Felder sind ungesät und einige Mauern bedürfen der Reparatur. Was andeutet, dass nicht genügend Hände zur Verfügung stehen, um alle anstehende Arbeiten zu verrichten.
Ihr erinnert euch, dass dieses Dorf und das umliegende Land Reichsritter Deckland von König Eswan ihnen gehört. Das Dorf ist voller 13 Weglagerer. Die Bevölkerung ist euch gegenüber gleichgültig null. Okay, greift die Banditen an. Komm. Nein. Ich will nur... jetzt. Kann ich nicht mehr absteigen. Verbünden, das ist doch kein Verbündeter. Genau. Das habe ich schon gedacht, ich habe es vergessen, wie das geht. So, und wir schaffen's. Ja, wir schaffen's. Okay, ist das doch nicht so eine schwere Quest, zum guten Glück. Für unser Glück natürlich. Und ihr trugt den Sieg davon. Eure Verluste, keine Verluste, Verbündete. 3, feindliche Verluste, 13. Okay. In einer Heldenlieder inspirierenden Schlacht vertreibt ihr und eure Männer die Banditen aus dem Dorf und bringt ihm wieder Frieden und Sicherheit. Die Dörfer haben nach dieser schweren Prüfung nur noch wenig in ihrem Besitz, aber sie bieten euch alles an, was sie finden können. Nehmt es, es steht euch zu. Weist das Angebot zurück, sie brauchen es dringender als ihr. Das steigert zwar ein bisschen die Beliebtheit mehr, aber am Anfang ist es vor allem ja, halt ein bisschen Geld auch wichtig, oder? Ja, in Form von Wolle. Gut. Jetzt haben wir 5 bekommen. Ich weiß nicht, wie viel man bekommt, wenn man das Geschenk unterschlagt, aber ja. Ja. Das werden wir dann schon bald sehen. Weil viele Dörfer sind ja noch bei Null und wenn man die helfen, unterschlagen wir mal das Angebot nicht. So. Aufgaben? Nö. Vorräte? Nö. Okay, dann. Tschüss. So gehen wir. Ach, das nochmal. Okay, dann waren es wahrscheinlich die Grünen, die Rodox. Die hier nochmal angegriffen haben und geplündert. Oh, ein Nordrekrut. Also, ich kann euch etwas sagen, die Nords haben die schlechtesten Fernkämpfe, dann nehmen wir das untere nicht. Nur die Nahkämpfe. Okay. Gehen wir nach Ibiran. Hallo Plünderer, habt ihr Angst? Hier, ja, können wir leider auch nichts machen. Ja, Quests will ich jetzt nicht machen. Gehen wir nach Uxal. Hier ist ein Vasall. Und hier sind noch ein paar Leute. Reden wir mal mit denen. Deliat. Okay, die sagen alles normal. Ja, ihr könnt in der Tat etwas für uns tun. Wir haben Berichte vornommen, dass eine Gruppe von Waldbanditen ein Versteck in diesem Gebiet bezogen und Reisende angegriffen haben. Wenn ihr ihr Versteck finden und zerstören könntet, wären wir euch sehr dankbar. Banditen wie diese schlagen ihr Lager normalerweise tief im Wald auf, oft mitten in einem Sumpf. Der beste Weg, diesen Ort zu finden, ist es, einer Gruppe Waldbanditen zu folgen, die zum Nachschub fassen zurück zu ihrem Stützpunkt kehren. Okay, gut, ich mache es.
Sehr wohl, wir warten dann auf Nachrichten. Wir warten dann auf Nachricht von eurem Volk. Gut, und ihr seid der Reichsritter Meltor. Habt ihr Aufgaben? Nein, das mache ich jetzt noch nicht. Wir haben es ja das letzte Mal gemerkt, die sind noch ein bisschen zu stark für uns, dann werden wir diese Quests momentan nicht machen. So, gehen wir in die Schenke. Und hier haben wir einen Lösegeldvermittler und Clayty. Hallo, ich würde sagen, ihr seht wie jemand aus, der damit rechnet, bald in ein paar Kämpfe zu geraten. Braucht ihr zufällig neue Leute? Könnte es sein, was habt ihr für eine Geschichte? Nun, mein Herr, seit ich mich erinnern kann, habe ich eine Schwäche für schöne Dinge und es hat mir Schwierigkeiten eingebracht. Ich wuchs in Burg Malajurg als leibeigener Diener auf, wo ich neben meiner Mutter in den Küchen arbeitete. Ich vertrieb mir die Zeit damit, Mäuse durch die Vorratskammern und Spülküchen zu jagen. So gut war ich, dass ich die Burgkatzen arbeitslos machte und irgendwann erkannte der Fürst, dass ich vielleicht auch größere Beute jagen könnte. Bei gewissen Aufträgen, die besser als unausgesprochen bleiben. Selbstverständlich fand ich eine ganze Reihe von Gelegenheiten, mir hübsche Dinge aus dem früheren Besitz der Feinde meines Fürsten anzueignen. So konnte ich mich aus der Leibeigenschaft freikaufen und ein Leben als Freiberufler beginnen. Mein letzter Auftrag war hier in Uxkal. Leider hatte die Gattin meiner letzten Arbeitsgebers ein wunderschönes Amulett von der Sorte, den ich einfach nicht widerstehen kann. Sie weiß noch nicht, dass es weg ist, aber es kann sich bald ändern. Also sagt, sucht ihr nach Hilfskräften? Vielleicht, was könnt ihr? Nun, mein Herr, ich will es euch erzählen. Zwar kann ich weder lesen noch schreiben, aber ich kenne den schnellsten Weg ins Herz eines Mannes zwischen seiner vierten und fünften Lippe, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich kann Messer werfen, nicht nur mit ihnen zustechen, und ich bin schlüpfrig wie Quecksilber. Ich garantiere euch, ihr werdet mich im Kampf nützlich finden. Das klingt, als seid ihr talentiert, ich werde euch einstellen. Nun, das sind gute Nachrichten, Hauptmann. Also, wie wäre es mit einer kleinen Zahlung, um unseren Abkommen zu besiegen? 200 würden schon ausreichen. Versteht mich bitte nicht falsch, aber ich habe in der Vergangenheit etwas Pech mit Arbeitsgebern gehabt. Verzeiht, doch das kann ich mir momentan nicht leisten. Ui. Tja. Dann wolle. Verkaufen. Wir werden diese aber nicht einstellen, weil sie halt einfach nur eine Kämpferin ist, mehr nicht. Ich würde gerne andere nehmen, die beliebter sind. Und wenn wir zu viele haben, kann es auch sein, dass manche sich nicht vertragen. Da müssen wir dann schauen. Aber, ja. So, gehen wir mal zu den Feinden von Satin. Klargus. Okay. Wir werden uns wiedersehen, Drago Basler. Ich habe die Aufgaben, die ich für euch erfüllen könnte. Ich bin interessiert, bitte erzählt mir mehr dafür. Ja, ich bin nicht interessiert. Es grämt mich sehr, das zu hören. Besser als bei König als Warnen wird es euch nirgends ergehen. Ja, sorry, aber ich will ihm noch keinen Bereich anschließen, weil sonst haben wir Feinde. Und das will ich nicht. Da ist Graf Rimusk, aber den gehen wir jetzt nicht hinterher. Wir gehen mal nach Pagundur. Die haben auch jetzt andere Krieger. Das sind jetzt Stammeskrieger, nehmen wir. Können wir nicht aufteilen. Okay, wir nehmen alle. Auch wenn wir bald kein Geld mehr haben. So, Reichssinn. Oh, den kenne ich noch von meinem ersten Spielstand. Habt ihr Aufgaben?